Stefanie, jetzt kommt der Moment, von dem ich wirklich gehofft habe, dass er so niemals eintreten wird. Ja, jetzt kommt eine Band. Sie sind die erfolgreichste Mundart-Band Österreichs und so wahnsinnig erfolgreich. Mit ihrem aktuellen Album waren sie sage und schreibe 4 Wochen lang auf Platz 1 der österreichischen Albumcharts. Und dann haben sie uns mit einer sehr, sehr traurigen Nachricht überrascht. Sie hören auf. Ich fühle echte Traurigkeit in mir und man hört es, ich bin nicht der Einzige. Vielleicht ist es ein kleiner Trost, dass Sie heuer noch auf großer Ausklangtour sind. Sie sind auf Abschiedstournee und man kann sie also noch mal live erleben. Wir werden das hier auch, Sie noch mal live erleben. Allerdings zum allerletzten Mal. Wir verneigen uns vor einer großartigen Band. Wir verneigen uns vor wunderbaren Menschen. Herzlich willkommen. Wir verneigen uns vor den Sehern. Thea, ich verneige mich wirklich vor euch allen. Mein Lieber, da sind sie. Lieber Fred, Marco. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Sag uns, was wir tun müssen, damit ihr bleibt. Reicht es, wenn das Publikum jetzt völlig ausrasten würde? Eine Idee hätte ich schon. Ja, kommt. Ja.
Seid so lieb, kommt alle auf diese Abschiedstournee 2024. Ganz viele Konzerte mit den Seelen. Wir möchten uns im Prinzip von jedem einzelnen von euch verabschieden. Ja, ich kann es ja auch verstehen, auch wenn es uns natürlich schwerfällt. Wir sagen danke für so viele schöne Momente, für so schöne viele Lieder, die ihr uns da geschenkt habt. Und vor allem damit verbunden auch diese tollen Momente, die wir mit euch erleben konnten. Lieber Fred, es hört hier für uns heute auf der Musebühne etwas auf, was er eigentlich hier begonnen hat. Absolut. Ihr wart, wenn die Muse spielt, auch in gewissen Art und Weise der Durchbruch für die Seher. Das erste große TV-Publikum, zum ersten Mal Witz Wasser, fast so viel liebe Leute. Das hat uns so viel geholfen. Auch jetzt, 20 Jahre später, herzliches Dankeschön dafür und für all die wunderbaren Abende mit euch. Ihr seid einfach so ein Traum, so begeisterungsfähig. Bei jedem Wind und Wetter und offensichtlich auch bei jeder Temperatur. Unglaublich. Was fühlt ihr denn jetzt so in euch? Ihr wisst, es sind die letzten Konzerte, die anstehen. Es ist dann definitiv vorbei. Nein, es kommen viele Emotionen zusammen. Aber wie es so schön heißt, wenn es am schönsten ist, und bei der See war es ja immer schön, aber irgendwann ist halt der Zeit, 28 Jahre sind eine lange Reise. Aber Fred, ja. Wer sagt denn, dass jetzt das Schönste ist? Vielleicht kommen noch ganz viele schöne Momente. Naja, wie gesagt, 2024, seid so lieb. Ja. Okay. Ein heißer Tipp von den Sehern. Schön war's, wenn ihr alle da wart. Ja, schön war's, wenn ihr noch bleiben würdet. Aber wir hören jetzt gleich das wilde Wasser zuvor, hören wir eben auch diesen wunderbaren Song von den Sehern. Und ihr Lieben, ich sage euch, jetzt gibt's Kuschelalarm, jetzt gibt's Gänsehautgarantie. Nehmt eure Liebsten jetzt ganz fest an euch, drückt euch, holt aber auch eure Handys jetzt mal raus, schaltet eure Taschenlampen an und lassen wir die Seher noch einmal in einem ganz besonderen Licht erstrahlen. Wir freuen uns noch einmal, es zu hören. Schön war's, wenn's noch länger da war's. Die Seher. Von der Tauscherin aus über Twiesen, von der bis zum Sattel, denn doch Stor ist er wie, dies an die Platz, wo ich so gern bin. Irgendwo da draußen, ganz weit weg ist, wo wir's grad sein und was wir's grad tun. Leben hat für uns vorgesehen, getrennte Wege zu gehen, aber einer davon fühlt euch bei Herzlichen Dank. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Jetzt wirklich die letzte Gelegenheit für ein großes, letztes Dankeschön an die Wandi-Musik-Spielt-Familie für ganz viele traumhaft schöne Abende mit euch. Danke, ihr wart 28 Jahre wirklich unser Lebenselixier. Ihr wart 28 Jahre unser Wütz-Wasser. Schönen Dank dafür. In deine Augen hast es glitzen, vom Alten aus sehr, ja, sehr. Ein Lachen so frisch wie
November im Schnee. Was mir ausschaust, dann wird man so ein wenig dabei. Ich konnte mir nimmer vorstellen, ohne dir zu sein. Bist wie ein Rützfuss, bis vom Berg oben rinnt. Wie ein Rützfuss, auf ein Ross mich mitnimmt. Wie ein Rützfuss, so frisch und so klar. Und auf einmal ist nichts mehr, wie so hervor. Was für ein Moment, die sehr. Sie haben gerade vom Vermissen gesungen. Wir werden Sie auf jeden Fall vermissen. Aber wir wollen gar nicht von Abschied reden. Das wird euer Jahr 2024. Und wir sehen uns bestimmt einmal wieder. Wir denken an euch hier bei der Musen. Ja.